Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Die 42. Aufnahme, dritter Teil. Heute ist der 18.12. Yeah. In Wirklichkeit haben wir jetzt den 7.12. bei mir. Das heißt, alles immer wieder gefälscht, wie sonst auch. Lalala. Oha. Das fängt ja gut an. Er fängt an zu gähnen. Ja, dann kann das ja nicht mehr lange dauern. Folgendes. Habe ich vergessen. Ja, ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Es gibt ja einige Dinge, die man gerne mal ansprechen will. Aber in diesem Fall nichts. Nichts. Und der Tag, dass ich unbedingt aufnehmen muss, rückt extrem nah. Und ich habe Angst vor diesem Tag. Das ist diese geheime Überraschung, von der ich euch gesagt habe. Ich habe auch neue Musik reingesetzt. Einige von euch, denke ich mal, haben sich sehnsüchtig erwartet, dass auch mal ein Teil meiner Musik in die Playlist rutscht. Ist sie ja natürlich auch. Man wird meine Musik hören. Auch in der Weihnachtsplaylist ist die drinne. Als Abwechslung. So, jetzt hacken wir erstmal alles wieder durch hier. Bis zum geht nicht mehr. Ah, dann ist der Tunnel auch irgendwann durch. Aber natürlich ist der Tunnel dann nicht fertig. Von der Station, ich baue da so einen kleinen Untergrund-Hauptbahnhof. Und das wird dann auch nach Bourbon City führen, der ja in der Wüste, in einer anderen Wüste ist. Am Rande von der Eiswüste, die wir in der Nähe haben im Prinzip. Also nicht die eine, sondern die andere. Nicht die bei Triliskan, sondern die andere. Hinter dem Dschungel. Die Eiswüste. Die ganz kleine Tundra-Wüste. La 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 la. Noch ein paar Tage, dann haben wir es soweit. Diese eine Tag, wo man arbeiten darf. Zumindest im Einzelhandel, wo ich tätig bin. La 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 la. Ja, 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 ja. So. Mama, mama, ja. Also, das neue YouTube-Design ist ja mal zum Kotzen scheiße. Muss ich mal ansprechen. Es ist 0 Uhr und ich gehe auf den YouTube-Startseite und auf einmal ist alles weiß. Kackweiß. Das ist dann auch noch so eine komische, so eine ekelhafte Farbe ist das. Also manchmal glaube ich echt, YouTube hat... es sind einige Sachen, die sind okay da drinne, aber warum lassen die das Graue nicht eigentlich da drinne? Das Graue war doch sehr schön. Jetzt fehlt nur noch, dass sie das Design vom YouTube-Kanal-Hauptseite ändern. Ja gut, Let's Plays schaue ich mir im Prinzip nur noch über Sovi an. Also es ist mir auch relativ egal, wie das Design aussieht, denn... Aber trotzdem... Sovi ist eine Let's Player-Datenbank. S-O-V-Y. Eine Let's Player-Datenbank. Kann ich nur empfehlen. Da gibt es so eine schöne Merkfunktion, wo die Seite, beziehungsweise per Cookie wahrscheinlich, sich merkt, bis wo hast du geguckt. Braucht man sich nicht mal mehr merken. Und das Beste ist, alle meine Let's Player, die ich gucke, sind da drinne. Und ich meine jetzt, ich rede jetzt nicht nur von Gronkh, sondern auch von Deathmig. Funk Royale, ich weiß nicht, ob Funk Royale da drin ist. Ich glaube nicht. Ich glaube, er hatte noch keinen Approved-Status. Beziehungsweise wurde nicht in die Stammliste eingesetzt.
Ja, und es ist Schnee. Es liegt Schnee in Flensburg, der schönsten Stadt Schleswig-Holsteins. Muss man einfach mal ansprechen. Lalalam, Kotelett schmeckt am besten zum Schwein. Mit Braten. Was für Lieblingsfilme hast du eigentlich? Einfach schon mal angesprochen, wir haben ja Lieblingsspiele mal als Thema gehabt. Jetzt gehen wir mal in die Filmebranche. Was für Filme guckt ihr gerne? Ich rede jetzt nicht von Serien. Serien machen wir in der nächsten Folge vielleicht. Aber jetzt von Filmen, Spielfilmen. So wie Harry Potter, Star Wars vielleicht. Star Wars gibt es im Moment ja nur diese eine animierte Serie. Die, ich muss sagen, eigentlich gar nicht so schlecht ist. Die ist recht gut. Ich gucke sie auch ganz gerne. Jetzt müsste man sich so einen Pianisten vorstellen, ne? So einen Organisten, Entschuldigung. Also mein Lieblingsfilm ist, ja, was ist mein Lieblingsfilm? Das ist sehr schwierig zu sagen. Das ist genau wie bei den Spielen. Es gibt Filme, die, sind geil. Also ich stehe unweigerlich auf Underworld. Underworld und Star Trek, das sind für mich die besten Filme. Star Trek gibt es ja auch als Serie, aber gibt es auch als Spielfilm. Mehrere Teile sogar. Ich glaube, jetzt sind es bald mäßig 12. Die wollen nächstes Jahr in 2013 einen weiteren Film drehen. Und ich bin gespannt. Beziehungsweise die werden einen Film wahrscheinlich jetzt schon am Drehen haben. Weil der Trailer schon draußen ist auf Englisch. Also ich finde das echt geil. Aber Underworld ist ein super geiler Vierteiler im Moment. Es gibt vier Teile von Underworld jetzt zu diesem Zeitpunkt. Und ich habe gelesen, die wollen sogar noch einen neuen Teil obendrauf setzen. Also noch einen fünften obendrauf. Es ist auch ein offenes Ende, muss ich sagen. Und ich finde die... Wie heißt sie noch? Kate Beckinsale heißt die Schauspielerin, glaube ich, die Celine da spielt. Die passt perfekt für die Rolle. Finde ich zumindest. Finden einige sicherlich auch. So nach den Kommentaren zu urteilen, die ich da mal gelesen habe. Oh, ich muss ja hier auch noch was machen. Gut. Also mal, um die Thumbnails mal die Abwechslung zu bringen. Es wird immer nur im Untergrund passieren. Okay, die Playlist hat anscheinend keine Lust, irgendwie neue Musik zu spielen, sondern einfach nur alte. Also so Underworld ist einer meiner Lieblingsfilme. Ghost Rider. Viele Marvel-Filme mag ich ganz gerne, aber vom neuen... McDonald's hätte ich mal gesagt. Vom neuen, der neue Spider-Man. The Amazing Spider-Man. Ich bezweifle, dass der gut ist. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich bezweifle, dass er gut ist. Weil die den Schauspieler geändert haben. Und die ganze Handlung stimmt nicht. Die stimmt überhaupt nicht mit der von den Vorgängerfilmen überein. So habe ich das jedenfalls verstanden. Habe ich da echt nur 5 drauf? Alter, wie viel habe ich gerade abgegraben? Ist das sogar die letzte? Ja, okay, wir gehen gleich nach oben. Ich habe nämlich auf einmal gar keine Spitzhacke mehr und mein Eisen ist auch nicht mehr genug. Ah, laufen. Tja. Ja, also was für ein Lieblingsfilm hast du? Das wäre sicherlich mal interessant zu wissen. Es gibt ja auch so viele Filme. Es werden ja auch Billigfilme auf den Markt geklatscht. Das glaubt man gar nicht. Es gibt so Ramschfilme manchmal. Und ich denke mal, einige Ramschfilme sind auch in dem Bereich 18er Horror.
Da werden einfach nur Leute zersägt und dann spritzt das Blut heraus. Gedärme fliegen durch die Luft, billig produziert, billige Scheiße. Von Story keine Spur, die Leute wollen Action. Aber das ist genau wie Musik. Teilweise zumindest. Musik ist ja sehr kreativ. Es gibt ja verschiedene Arten von Musik, aber es gibt... Bestes Beispiel ist die Clubmusik. Club-Sounds und so ein Kram. Billig produzierte Kacke. Wenn wir auf einer meiner Titel stoßen, dann wisst ihr, wie da steckt manchmal Arbeit drin, so einen Titel zu produzieren. Und dann, was machen die Leute? Nehmen einfach eine Drumline, eine Bassline und und missbrauchen einen Saw-Synthesizer und machen dann da einen Hi-Fi-Scheiß und drehen das Ganze auf 50 Lautstärke, sodass es übersteuert. Dann klingt es so. So ungefähr klingt das. Und das ist doof. Alter. Wo kommen die Katzen her? Warte mal. Ich fürchte, die sind ausgebrochen. Wir gehen nochmal kontrollieren. Oh, scheiße, die sind ausgebrochen. Katzenpower. Din, Dulin, 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 Dulin. Das werden wir ein bisschen zu laut hier. Geh mal runter. Naja. Also es gibt diese eine Sorte und die andere Sorte. Und jeder hat verschiedene Ansichten. Also so ist übrigens meine Meinung hier gegenüber Musik, Clubmusik. Ich hasse Clubmusik. Können mich jagen damit. Ja, ist gut da oben. Ich habe euch verstanden. 23 Uhr. So, ihr gehört ins Exil, ihr Katzen. So, ich brauche mein Inventar wieder. Zack. Kommt doch nicht da oben drüber, ne? So. Jetzt kommen sie gar nicht mehr raus. Haha. Den wir vor zig Folgen haben wir die ja eingesperrt. Und dann kommen sie am Ende doch noch raus. Eine Frechheit. Ja. Mal gucken, ich drehe jetzt erstmal noch die Folgen von dieser Session zu Ende. Und dann denke ich mal, höre ich auch erstmal auf mit dem hier. Dann haben wir, glaube ich, den 19. genau. Den 19.12. Das sind noch 1, 2, Moment, 19. 1, 2, 3, 4 Folgen bis zum Special. Das heißt, ihr habt noch 4 Folgen bis zum Special. Ist das nicht cool? Ich hoffe, ich krieg das hin. Wenn ich das nicht hinkriege, dann... Dann wisst ihr ja, was passiert ist. Dann ist da nicht das, was ihr eigentlich erwarten solltet. Weil dann hat es nämlich nicht funktioniert, was ich vorhatte. Und das wäre nämlich übel. Das wäre übel. Ist das Eisen hier? Ja. Gut. Ja. Wir haben noch ein paar Sachen mehr zu tun. Eisen jetzt erstmal hier reinklatschen. Ich räume erstmal schnell diese Sachen weg und was dann nachher passiert, das werden wir dann wahrscheinlich in der nächsten Folge erfahren. So wie es jetzt aussieht. Und zwar morgen. Selbe Uhrzeit. Noch schnell die Cobblesteine zurückpacken. Hier nicht. Doch, hier Erde. Nee, Erde nicht. Erde brauche ich vielleicht noch irgendwann.
Das, 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 das und die brauche ich. Ja. So, die werden benötigt. Denn das Glas lasse ich auch mal drinnen zur Sicherheit. Ich nehme mal einen Eisenblock mit. Und den natürlich um. Zack. So, und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Und tschüss. Wieso mache ich das immer so, so übernatürlich doof? Ne, nicht doof hier. Wie nennt man das? Übernatürlich, keine Ahnung. Hab ich vergessen. Alzheimer. Also, bis morgen.